Mahlzeit, moin, Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute machen wir ein Video, wieder einmal mit unserem Panzer, weil es dann natürlich wieder in den Kommentaren sehr häufig vorgekommen ist. In der Zeit, wo wir Corona-bedingt alle zu Hause bleiben mussten. Erste Bier haben wir natürlich selbstverständlich wieder mal auf. Apropos Bier. Bierlänge? Jo. Bei uns im Shop, ne? Bierlänge-Shirts, raus damit. Ja, im letzten Video des Panzers haben wir natürlich alle so ein paar Nebengeräusche mitbekommen. Jetzt ist allerdings neues Öl auf dem Getriebe, vielleicht auch das Richtige. Wir hoffen es natürlich und schauen natürlich damit heute auch, ob es das Problem war oder auch nicht. Zum nächsten, da oben steht noch ein Wrack. Das können wir schlecht möglich da oben stehen lassen. Das müssen wir natürlich ordnungsgemäß vom Acker holen. Wie das vom letzten Mal Panzer laufen, deswegen sieht das so aus. Achso. Wenn wir Fragen hat. Ja, alles gut. Okay. Wie ist das jetzt? Jetzt habe ich auf jeden Fall unser schönes Starterpack vom Banner. Damit kann ich jetzt einfach die Ölpumpe laufen lassen. Braucht kein blödes Kabel liegen. Geht ein bisschen schneller. Geil. Angeber.
glaube, wir brauchen nochmal die Snowboard-Schule mit Bauer Jupp, glaube ich, hinterm Panzer. Wir haben auch wieder mal, auf jeden Fall nach dieser ganzen Isolationsphase und Corona mal wieder richtig Bock, richtige Scheiße zu bauen. Ich hoffe, das wird uns mit diesem Video ordentlich gelingen. Vorab natürlich, jetzt vorab, dieses Auto besitzt keinerlei Flüssigkeit mehr, weil bei einem Unfallschaden, dann haben wir sofort alles runtergeholt, Bremsflüssigkeiten, Öl, Sprit, alles runter, weil der wird es heute nicht mehr in das gesegnete Land. Ich glaube, wir reißen wieder einfach die Anhängerkupplung raus. Ich fahre jetzt einfach mal los, würde ich mal sagen. Wir rufen, wenn was nicht passt, ne? Ich habe Angst, dass einfach die Anhängerkupplung abreißt. Ja, könnte wahrscheinlich passieren, aber nun gut, ist halt so, ne? Alle noch andere Anschlagpunkte sind out, wir können die anderen danach nehmen. Richtig. Ich habe zu melden, dieser Bus ist seit heute irgendwie undicht. Der Fahrer kriegt auf jeden Fall nassen. Aber Sitz, klappt doch erstmal den Sitz zurück, ey! Mando! Da ist sogar noch Luft drauf. Sieht man auch nicht alle Tage. Nee, das stimmt. Von hier aus drüber her. Respekt. Das Auto legen wir als Keil davor, da hat schon mal aufgehört. Ich glaube, das wird schwierig. Ich glaube es auch. Manchmal hat der immer noch was mit dem Getriebe, dann wieder nicht. Dann zieht er wieder richtig. Ich denke mal, das ist irgendwie noch Öldruck oder Einstellung oder so. Also, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen nachgucken. Was meinst du, die Leute denken, wenn die hier mit dem Fahrrad vorbeifahren? Das steht da einfach so ein scheiß Kettenfahrzeug. Der ganze Bus auseinander gezogen. Jetzt, mein Auto! Oh, pass auf, dass nicht vom Fahrrad fällt!
Lass einem die Winde wieder einziehen. Ja, kannst du, das hängt doch noch an. Oder machen wir den Schlupf da hinten mal dran und dann gucken wir, was passiert. Gehen wir zum nächsten Bus. Oh, Vorsicht, es könnten herumfliegende Teile gleich herauskommen. Stehen. Machen da irgendwann neben hier Druckluft dran und wenn er hier drüber noch Luft. Ist ja noch die eine Leitung. Warum hat er denn alles denn? Vorne etwas an. Ja, Problem, ich kann aber auch nicht lenken. Der kann nur geradeaus fahren. Kann er nicht. Aber passiert nichts. Problem ist, erstens, der Panzer, also er ist schon ein bisschen viel Kraft, die der ziehen muss. Und sobald ich anfange zu lenken, dann bleibt er einfach stehen, weil er gar nicht übertragen kann mit seinen Kupplungen. Und alles blockiert. Das bleibt auch nicht so gut. Also werden wir besser Luft drauf machen, dass er wieder rollt. Und dann kann man den quasi mit zwei Fingern wegschieben. Aber ja, wir machen es auch besser auf der vernünftigen Art. Wie immer. Aber der Panzer ist jetzt auch heiß, ey. Glaube ich wohl. Ja, ich hoffe natürlich, das Video hat euch wieder einmal sehr gefallen. Unsere Zerstörungswut, die ganze Corona-Isolationsphase konnten wir freien Lauf lassen. So, nix. Das sind kleine Kinder mit dem Trampeltrecker, die kriegst du da einfach nicht runter, ne? Du, was willst du machen? Naja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es nach oben da und geht uns weiter so fleißig wie bisher. Schaut bei uns im Shop vorbei, wie gesagt. Ja, Wetter, Mützen können wir jetzt. T-Shirts ran und Schnaps läuft. Lass uns den Frühling einleiten. Top.